Neue Rekorde an den Börsen. Da sollte man meinen, dass Musterdepots mit Derivaten, die auf Aktien sich beziehen, natürlich auch neue Rekorde feiern. Aber wie wir gleich sehen werden, ganz so einfach ist es nicht. Und manchmal gibt es dann ganz überraschend eine Gewinnwarnung. Und dann muss man natürlich handeln oder man muss Regeln folgen. Und plötzlich sind aus dicken Gewinnen etwas größere Verluste geworden. Herzlich willkommen zum Zertifikate-Depot, meine Damen und Herren. Und das nehmen wir uns heute vor mit Daniel Saurens von Feingold Research. Herr Saurens, wenn man jetzt gerade hört, Gewinnwarnung bei, in diesem Fall, Lufthansa. Jetzt können Sie natürlich ganz gelassen sein, im Unterschied zum Kollegen Bergmann haben Sie die Lufthansa nicht im Depot, aber trotzdem kann man daran wirklich noch mal erkennen, wie wichtig es ist, unter Umständen dann doch mit Stoppkursen zu arbeiten. Die Frage ist immer, wie agiert man? Wartet man, bis sich der Kurs wieder erholt? Geht man dann raus? Wartet man, bis sich der Kurs überhaupt erholt? Oder sagt man, Gewinnwarnung, war nicht auf der Agenda, raus damit? Also bei uns, bei Feingold Research, wir agieren ja mit Depotgrößen. Das bedeutet, wir halten bei besonders spekulativen Positionen die Depotgröße möglichst gering und gucken auf die Gesamtperformance des Depots primär. Das sieht man auch hier beim Zertifikate-Musterdepot, das ich führe. Auch da sind ja Positionen deutlicher im Minus, andere dafür deutlicher im Plus. Und wir gucken dann, dass am Ende unten eben möglichst viel steht. Und nochmal Bezugnahme auf die Lufthansa. Ich hatte sie ja mal im Depot, nur eben auf der Short-Seite. Ich hätte sie gerne nochmal angeschortet. Das habe ich dann quasi... ist durchgerutscht, wenn man so will, aber ich bin kein großer Freund der Lufthansa-Aktie und das hat mich auch immer ein bisschen erstaunt in den letzten Monaten, dass selbst beim Niveau von 19 Euro noch alle Analysten optimistisch oder mindestens auf eine Seitwärtsbewegung gesetzt haben, denn Turkish Airlines als Konkurrent, der Margendruck ohnehin, eine veränderte Praxis bei den Abschreibungen der Flugzeuge. Also bei Lufthansa war sehr viel positives Sentiment eingepreist und jetzt gibt es dann mal ein Negatives. Ja, gut, wenn Sie sie also noch gehabt hätten, hätte natürlich das Depot einen richtigen Sprung gemacht. Aber es war jetzt eben nicht so. Auf jeden Fall sind Sie nicht negativ erwischt worden. So, wir schauen mal, Sie haben jetzt nicht allzu viel verändert in Ihrem Depot. Und wir schauen uns mal die Tafeln an mit den einzelnen Positionen. Das haben wir, die erste Tafel. Gibt es jetzt keine Veränderung größerem Ausmaß. Und wir schauen jetzt gleich mal auf die zweite Tafel. Da haben Sie ein Papier mit dem Eurostoxx und das haben Sie jetzt verändert. Also, was ist da jetzt gelaufen, was ist da neu gemacht worden? Also ich fasse vielleicht mal zwei Papiere auf den Eurostoxx gleich zusammen. Papier 1, das ist ein Eurostoxx Outperformance-Papier. Mhm. Einfache Logik, ab einem bestimmten Basispreis läuft man mit dem Eurostoxx gehebelt nach oben, und zwar in dem Fall gehebelt 2 ab 3.300 Eurostoxx-Punkten. Und darunter geht es mit ganz normal 1:1 Performance abwärts, wenn man das Papier kontinuierlich hält. Das war bei dem, das vorher drin war, ähnlich, bloß da war die Basis ein Stück runter. Ich habe also wenig verändert. Ich habe die knapp 10%iger Gewinn war es in dem alten Papier, habe das den Gewinn kassiert und jetzt ein Neues reingesetzt, was wiederum den Discount-Call auf den V-Stocks auf die kurze Sicht auch ergänzt. Denn da sieht man ja, sind wir noch nicht so richtig ins Laufen gekommen. Ich hatte das Papier vor 2 Wochen aufgenommen und Hintergedanke war da, dass die Volatilität an den Märkten eben sehr, sehr niedrig ist. Und mein Gedanke war, dass sie mindestens seitwärts bleibt oder vielleicht sogar ein bisschen anzieht. Jetzt hat mir der Kollege Draghi da einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn erstaunlicherweise preisen die Märkte im Moment sogar noch weniger wohler als vor 2 Wochen. Aber das Zeitfenster ist ja noch offen, bis das Papier verfällt, wenn man so will. Ja, gut, da muss man vielleicht auch ein bisschen Geduld haben, denn wir wissen ja, die Wohler steigt, wenn es runtergeht, immer kräftig an. Und wenn es nach oben geht, geht es immer ganz langsam und trocknet sozusagen aus. Und vielleicht hat ja gerade die Märkte in der Tat jetzt stärker im Griff. Wir schauen noch mal weiter bei Ihren Depots, was wir jetzt noch mal auf unserer Liste haben. Und vor allen Dingen haben wir noch mal die Gesamtschau jetzt danach gleich. Und da stellt sich jetzt die Frage in der Gesamtschau. Ich gucke mal auf die 7,5. Das war vor einer Woche eben noch ein bisschen mehr. Und da stellt sich die Frage, was hat es jetzt gebracht? Also eigentlich haben wir ja neue Rekorde und Sie sind dann doch ein bisschen abgerutscht. Waren Sie vielleicht in manchen Positionen dann doch eher short-orientiert, wo Sie es nicht hätten sein sollen?
So will ich es nicht sagen. Ich würde eher so formulieren, dass wir bei Feingold Research immer gucken, dass wir in möglichst allen Marktphasen passabel bis gut aussehen. Und jetzt seit März bin ich hier 7,5% vorne. Da muss man dann vielleicht auch mal sagen, okay, ich gebe mich jetzt nicht zufrieden mit dem, was erreicht ist, aber ich nehme vielleicht die Offensive etwas raus. Und das sind ja auch Papiere drin, die zum einen nicht nur am DAX hängen. Ich denke da an das Öl-Inline-Papier, an den Palladium-Inliner. Aber auch Papiere, die auf seitwärts oder ein bisschen defensiver setzen. Die Inliner, die ja nach unten auch puffern würden, wenn es mal abwärts geht. Ja. Und trage hin oder her, wir haben keine 100% Garantie, dass es immer nur nach oben läuft. Und ich bin im Moment sogar eher ein bisschen vorsichtig. Und das erklärt auch dann die Performance. Mhm. So, noch ein kurzer Ausblick. Was machen die Märkte weiter? Haben Sie schon wieder was im Blick, was Sie jetzt demnächst machen könnten oder würden, wenn die Märkte so laufen, wie Sie sich das vorstellen? Also jetzt beginnt erstmal die WM. Da werden ein paar Leute sich primär auf Fußball fokussieren. Aber unser nächstes Top-Ereignis ist auf jeden Fall kombiniert mit einem Live-Webinar am 3. Juli. Da haben wir nämlich das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, Mario Draghi mit einer Zinsentscheidung und parallel der große Arbeitsmarktbericht in den USA, weil 4. Juli nämlich Feiertag ist. Also das wird ein ganz heißer Donnerstag Anfang Juli. Und ich glaube, da wird im Vorhinein schon eine Menge passieren. Eine Menge Leute werden sich positionieren. Das ist das nächste ganz große Ding. Gut, dann hoffen wir, dass Sie dann richtig positioniert sind mit den richtigen Papieren. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. So, wir müssen jetzt noch auf das Derivate-Musterdepot von Thomas Bergmann vom Aktionär schauen. Das ist eben ein Depot, wo genau wie anfangs erwähnt die Lufthansa mit einem Call vertreten war. Wir schauen auf das Depot, das baut sich jetzt auf und dann sehen wir auf der zweiten Tafel bei der Lufthansa zwei Striche und können dann erkennen, dass jetzt die Lufthansa rausgeflogen ist und zwar mit einem Minus von 29%. Das ist schon relativ bitter. Heute Morgen hat der Kollege Bergmann noch gesagt, also er denkt vielleicht, wartet man noch einen Moment und geht dann in eine kleine Erholungsphase nach dem Schreck nochmal dann raus, um die Verluste nicht ganz so groß werden zu lassen. Aber da war natürlich dann die Erkenntnis klar, wenn es so schief läuft, muss man eben halt auch die Konsequenzen tragen. Wir sehen eben bei der Gesamtschau, dass er weiter dadurch ins Minus gerutscht ist. Er hatte sich ja ganz gut wieder erholt. Dieses Depot läuft ja etwas länger als das Zertifikate-Musterdepot und war eben schon im Januar, als es mal ein bisschen wackelte, schon ein bisschen stärker unter Druck geraten. So kommt jetzt insgesamt ein Minus von 7,2% heraus. Und jetzt wird es eben genau darum gehen, auch hier, wie es weitergeht, meine Damen und Herren, was er in den nächsten Wochen macht, wo er wieder Chancen sieht. Es bleibt auf jeden Fall spannend bei unseren Derivate-Depots. Und Sie können uns natürlich auch Anregungen schicken unter tvzertifikate@drf.fm. Wir leiten das dann weiter an die Vertreter der Depots oder wir beantworten das für Sie selbst. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.